Herzlich willkommen hier bei uns im Studio der Wissensmanufaktur. Aufgrund der vielen Nachfragen zum Thema des Umgangs mit bestehenden Lebensversicherungen habe ich um ein zweites Interview gebeten mit einem der Geschäftsführer eines Unternehmens, die, man höre und staune, Lebensversicherungen aufkaufen. Ich bin jetzt verbunden mit Felix M. Früchtel. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der ProLife GmbH. Herzlich willkommen, Herr Früchtel. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, hallo, Herr Popp. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns sehr. Im letzten Interview mit Ihrem Herrn Vater, da haben wir ja die Probleme der fehlenden Verzinsung der Lebensversicherung schon angesprochen. Und da hatten wir ja noch vor einem Jahr, war die Welt ja noch eine völlig andere, eine Inflation von 2, 3 oder 4% unterstellt maximal. Wie wirkt sich das Thema Inflation, sprich der Kaufkraftverlust, jeder spürt das ja zurzeit, wenn er einkaufen geht, auf den Sparer in Lebensversicherungen konkret aus? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Popp. Diese Kaufkraftentwertung, der wir uns ja jetzt mittlerweile wirklich alle ausgesetzt sehen, die spüren wir, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, natürlich alle im eigenen Geldbeutel. Bei Lebens- oder Rentenversicherungen oder grundsätzlich bei allen Banken und Versicherungspapieren haben wir natürlich die Problematik, dass es hier unmittelbar auf den Sparer durchschlägt. Warum? Denn auf die Thematik, die wir im letzten Interview ja schon angesprochen hatten, auf die sehr geringe und marginale Verzinsung von solchen Papieren, kommt jetzt eben diese Kaufkraftentwertung on top obendrauf, ohne dass die Verzinsung nennenswert gestiegen ist. Das heißt, wenn wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, dass ja Lebensversicherungen vor Abzug von Kosten irgendwie, 2% Rendite schaffen, dann tun die das in dem aktuellen Moment auch noch. Nur dass wir eben vor 1,5 Jahren noch eine offizielle Inflation von 2% dem gegenübergestellt haben und jetzt eben eine offizielle Inflation von 8% dem gegenüberstellen müssen. Das heißt, es ist eine Diskrepanz von 6% tatsächlich, die hier nochmal auf die sowieso schon wirklich schlecht laufenden Papiere draufkommen und da nochmal tatsächlich die Performance ja nach unten anpasst. Nun sind ja die schuldrechtlichen Verträge mit einem Geldversprechen, also mit einer Summe, die nominal genannt wird, verbunden. Und da sind ja mehrere Produkte, auch Versicherungsprodukte, von betroffen. Welche konkret sind denn das? Denn die Kaufkraft ist ja etwas anderes als das eigentliche Versprechen des Geldes, was man bekommt. Ja, das ist vollkommen richtig. Da muss ich dann auch nochmal auf das zurückkommen, was ich davor gesagt hatte. Es geht tatsächlich um alle Bank- und Versicherungsprodukte. Und um da konkreter zu werden, wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also es gibt natürlich diesen klassischen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag in privater Form, der ist davon unmittelbar betroffen. Aber auch so andere Produkte, wie zum Beispiel diese tollen Riester-Produkte oder Bausparer oder auch, diese klassischen Sparformen, wie zum Beispiel das klassische Sparbuch. Man mag es gar nicht glauben, aber auch davon gibt es noch Millionen Verträge tatsächlich in Deutschland, und auf alle diese Produkte hat eben diese Kaufkraftentwertung einen entsprechenden Einfluss. Jetzt haben Sie vorhin schon was ganz Wichtiges gesagt, Herr Popp. Die Zahl, die mir zur Verfügung gestellt wird in diesen Verträgen, also sagen wir mal ein gewisser Rückkaufswert in solchen Versicherungsverträgen, diese Zahl bleibt ja in der Regel gleich. Das heißt, ich kriege 20.000 Euro bei Ablauf der Versicherungspolice ausgezahlt. Das Problem ist nur, dass ich diese Kaufkraft, die Vermögensstruktur und den Vermögenserhalt eben nicht mehr habe, wenn dieses Papier in Zukunft irgendwann ausgezahlt wird. Und da sehen wir eben das ganz große Problem, dass viele Leute das auch, ja, die Gefahr gar nicht sehen, weil der nominelle Betrag in der Versicherungspolice oder in dem Banksparprodukt derselbe bleibt, während auf der anderen Seite die Vermögensleistungen, die ich mir damit entsprechend einholen kann, ja immer geringer werden. Also die Garantie ist alles andere als eine Garantie, sie ist nur nominal. Also wenn ich zurückdenke an das Jahr 1924, da hat ein Brot ein paar Milliarden gekostet. Und wenn ich mir vorstelle, ich bekomme 20.000 in Ihrem Beispiel als Lebensversicherungskunde, aber die Inspektion bei meinem VW Golf, die kostet schon 300.000. Wir sind jetzt völlig verwirrt über solche Begrifflichkeiten, aber das sind die Größenordnungen, die wir in solchen Stresssituationen ja kannten.
Jetzt sind ja aber manche Lebensversicherungen dabei und passen die Gesamtverzinsung jetzt leicht nach oben an. Und das wird ja so ein bisschen dargestellt oder es erscheint so, als wäre da eine Trendwende im Gang. Warum lohnen sich die gemischten Lebensversicherungen trotzdem nicht? Was sind übrigens gemischte Lebensversicherungen und also Verträge, die einen Sparvorgang unter anderem auch darstellen? Ja, also das ist auch wieder eine wichtige Frage und eine Frage, die viele Leute umtreibt. Also die Versicherungsbranche ist ja dafür bekannt, dass sie relativ gutes Marketing betreiben kann. Und im Rahmen dieses relativ guten Marketings erfolgt jetzt eine Sache. Die steigenden Zinsen, die ja jetzt auch wieder durch die angehobenen Leitzinsen der jeweiligen Zentralbanken mit sich gebracht werden, die führen natürlich auch dazu, dass die Lebensversicherungskonzerne an der einen oder anderen Stelle die sogenannte Gesamtverzinsung nach oben anpassen können. Aber man muss hier natürlich auch am Boden bleiben, denn diese Anpassung der Gesamtverzinsung, die spielt sich wirklich in einem sehr, sehr geringen Rahmen ab. Also wir sprechen hier zwischen 0,3 bis 0,5% mehr Verzinsung vor Abzug von Kosten, sei an der Stelle angemerkt. Und gleichzeitig, und das haben wir ja vorhin schon besprochen, haben wir aber eine Inflation, die 6, 7, 8% höher ist wie noch vor ein oder eineinhalb Jahren. Das heißt, diese marginale Zinsanpassung nach oben kompensiert nie und nimmer die Problematik, die wir haben aufgrund des Kaufkraftverlustes. Auch nochmal auf die Frage einzugehen, ob das eine Trendwende ist, auch da bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich persönlich meine, dass die Versicherungsgesellschaften sich da relativ weit aus dem Fenster lehnen aktuell. Denn diese Zinsveränderung, sagen wir es mal so, weil es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich persönlich denke, dass wir auch ganz schnell wieder in stagnierende Zinsen abdriften könnten oder sogar wieder in fallende Zinssätze. Die werden in Zukunft auch wieder dazu führen, dass Versicherungsgesellschaften von diesen etwas höheren Verzinsungen zurückgehen müssen und ihre Kunden dann auch wieder enttäuschen werden. Das heißt, von einer Trendwende kann man definitiv nicht sprechen. Dem Kunden hilft das im Zweifel auch nicht weiter. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, wir reden ja auch bei einer Inflationsrate real von einem zweistelligen prozentualen Bereich. Jemand, der versucht, das runterzurechnen, das ist ja mein Thema als Makroökonom, diese statistischen Dinge eben halt zu analysieren. Aber die Lebensversicherung, Sie haben gerade das Thema Kosten reingebracht, die war ja nicht wirklich optimal, jemals um ein Vermögen aufzubauen oder auch zu sichern, wie wir gerade gemerkt haben anhand der Garantiediskussion. Wie setzt sich eigentlich der Gesamtbeitrag zusammen, den ein Kunde bezahlt monatlich? Der geht ja monatlich mit 100 Euro rein irgendwo in einen Vertrag und glaubt jetzt, okay, darauf bekommt er seinen Zins. Auf welchen Teil wird denn der Guthabenzins bezahlt? Ja, also diesem Aberglauben, den muss man tatsächlich mal Einhalt gebieten. Also es denken ja tatsächlich die meisten Versicherungsnehmer, gehen davon aus, wie Sie das jetzt auch so schön gesagt haben, sie zahlen 100 Euro in ihre Versicherungspolice ein und diese 100 Euro werden dann auch entsprechend bespart und verzinst. Dem ist aber leider mitnichten so. Also es wird tatsächlich nur verzinst der Sparanteil. Und der Sparanteil ist der Anteil, der übrig bleibt, wenn ich von dem Gesamtbetrag, in unserem Beispiel jetzt den 100 Euro, Vertriebs- und Verwaltungs- und Risikokosten abziehe. Risikokosten sind die Kosten, die die Versicherungsgesellschaft einbehalten muss, weil zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit mitversichert ist oder eine gewisse Todesfallleistung mitversichert ist. Verwaltungskosten sind Kosten, die tatsächlich einbehalten werden, nur deswegen, weil die Versicherungsgesellschaft ihr Kapital verwaltet. Weil sie oder weil der Versicherungsnehmer das Kapital der Versicherung gibt zur Verwaltung, behält die Versicherungsgesellschaft dann entsprechend Verwaltungsgebühren ein. So, und Vertriebskosten sind die Kosten, die entsprechend anfallen, wenn Leute in der Finanzdienstleistung dann entsprechend diese Verträge an den Mann oder an die Frau bringen. Und wenn dann der Vorstandsvorsitzende davon auch noch was haben möchte, dann sind es Vertriebskosten, die entsprechend auch in Abzug gebracht werden müssen. Was bedeutet das in Zahlen gesprochen? Man kann ungefähr davon ausgehen, dass wir in Deutschland eine Kostenquote von roundabout 20% haben. Und wenn ich das runterbreche auf unser Beispiel, 100 Euro, die ich monatlich einzahle, 20%, die in Kosten gehen, dann werden tatsächlich mit dem Guthabenzins oder mit dem sogenannten Garantiezins die restlichen 80% verzinst. So, und ich muss kein Mathematikprofessor sein, um ausrechnen zu können, dass sich die Rechnung tatsächlich für den Kunden nicht lohnt.
Kommen wir nochmal zur aktuellen Finanzlage der Versicherungen. Also das Problem mit den Anleihen in den Bilanzen, denn die Versicherer haben ja bestimmte Auflagen, sicher, liquide, rentabel, ein bisschen kenne ich mich ja auch aus dem VAG, aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz anzulegen, und legen natürlich in festverzinsliche Wertpapiere an, die ja vermeintlich sicher sind, obwohl wir gerade festgestellt haben, sie sind eben halt keinesfalls sicher. Jetzt sind die alten Zinsen natürlich niedrig gewesen, aber die Papiere haben ja auch einen bestimmten Kurs, die in den Bilanzen letztendlich drin sind. Und dieser Kurs muss ja korrigiert werden, wenn es zurzeit attraktivere Zinsen zu kaufen gibt bei festverzinslichen Wertpapieren. Wie kann man denn da jetzt so die Liquidität einschätzen der Versicherer? Denn das ist ja nicht unproblematisch. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Die Versicherungsgesellschaften lassen sich da natürlich auch jetzt nicht unbedingt in die Karten schauen. Aber eine Sache, die ja augenscheinlich ist, ist, dass die Anleihen in den Portfolien der Versicherungsgesellschaften im letzten Jahr, also im Jahr 2022, deutlich gelitten haben. Warum? Sie haben das vorhin schon so schön angesprochen, die Versicherungsgesellschaften, denen wird ja ein sehr, sehr enges Korsett angelegt aufgrund des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Das heißt, rund 80% der Deckungsrückstellungen, das heißt also des Vermögens, das die Versicherungsnehmer an die Versicherungsgesellschaften zur Verfügung gestellt haben, muss in sogenannte mündelsichere Anlagen investiert werden. Mündelsichere Anlagen sind per Gesetz dann tatsächlich Staatsanleihen, weil die in der Definition die geringste Ausfallquote haben. Ob das so ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ein Großteil der deutschen Versicherungsunternehmen und Versicherungskonzerne sind zuhauf eben in Staatsanleihen investiert. So, jetzt mussten die Versicherungsgesellschaften natürlich in den letzten Jahren schauen, in der Phase der Niedrigzinsen, wo kriege ich Staatsanleihen her, die noch eine gewisse Rendite wenigstens abwerfen? Weil wenn wir uns zurückerinnern, deutsche Staatsanleihen haben zum Beispiel bis vor ein oder eineinhalb Jahren sogar noch im Negativen notiert. Die waren natürlich keine Option für die Versicherungskonzerne. Also hat man sich weiter nach Süden orientiert und hat dann italienische, spanische, portugiesische, kroatische Papiere gekauft. Weil die haben vor eineinhalb Jahren noch 1,5% Verzinsung bekommen auf eine Laufzeit von 10 Jahren. Wenn wir jetzt aber mal bei unseren italienischen Freunden bleiben, dann ist die Verzinsung einer 10-jährigen italienischen Staatsanleihe jetzt ungefähr bei 4,5-5%. So, das bedeutet ergo, dass die Anleihen aus der Vergangenheit mit einer Verzinsung von 1% deutlich unattraktiver geworden sind. So, das Thema ist aber, dass die Versicherungsgesellschaften immer noch die nominellen Werte der Anleihen natürlich in ihren Bilanzen bilanziert haben, weil natürlich zum Fälligkeitsstichtag dann auch die Anleihe bedient werden muss mit eben diesem Nominalbetrag. Die große Problematik, und das durften wir letztes Jahr auch Oktober 2022 war das sehen, ist, wenn dann entsprechend ein hoher Liquiditätsabfluss vorhanden ist. Also in dem Fall, wenn jetzt viele Versicherungsnehmer von ihren Versicherungsgesellschaften gleichzeitig das Kapital haben wollen würden, würde das dazu führen, dass die Versicherungsgesellschaften die Anleihen ja nicht mehr 10 Jahre halten könnten, sondern dass sie die jetzt zum aktuellen Preis verkaufen müssten. Und der aktuelle Preis liegt teilweise um 50% unter dem nominellen Wert. Was bedeuten würde, dass Versicherungsgesellschaften in unfassbare Liquiditätsengpässe kommen würden. Und da sehe ich aktuell wirklich das größte Problem, denn wir haben bei den Pensionskassen in England gesehen, wie schnell es zu einer Schieflage kommen kann und wie schnell dann auch wirklich das gesamte Kapital der Versicherungsnehmer, aber auch das gesamte Finanzsystem auf dem Spiel steht. Das heißt, um das zusammenzufassen, die Anleihe, die Situation der Versicherungsgesellschaften, gerade thematisch hinsichtlich dieser Anleihen, ist sehr, sehr angespannt. Und ich persönlich denke, dass wir da auch im Laufe dieses Jahres auch noch die ein oder andere Schieflage sehen werden, wo der Staat dann aktiv eingreifen muss, um da entsprechend den Versicherungsgesellschaften unter die Arme zu greifen. Vielen Dank. Genau das ist so. Sie haben es in England wirklich gesehen. Sie haben es gerade gesehen, dass ja die Kernschmelze des Finanzsystems gerade noch mal ein bisschen verschoben werden konnte. Auf gar keinen Fall weggedreht. Und das ist schon wichtig, weil viele Menschen haben ihre Kapitalien dann eben halt angelegt, zahlen da monatlich ihre Beiträge und wissen gar nicht, in welchem Risiko ist es, weil sie gehen einfach von diesem Vertrauen auch aus, weil Sie können sich das kaum vorstellen, aber ich will mal jetzt nicht zu tief in die Themen rein. Der Begriff, der momentan gastiert, ist ja
der Run-Off. Der macht überall die Runde. Was bedeutet das für die Kunden, die sich auf diese Altersversorgung jetzt verlassen haben? Was ist ein Run-Off? Ja, die Versicherungsgesellschaften, die ziehen jetzt ihren Kopf aus der Schlinge und dieses Kopf aus der Schlinge ziehen nennt man im Fachjargon entsprechend Run-Off. Was bedeutet das genau? Versicherungsgesellschaften verkaufen eben ihren Bestand, den sie haben, an Lebens- oder Rentenversicherungen, an Hedgefonds, an Investmentgesellschaften und lagern diese somit aus dem eigenen Konzern aus. Warum machen Versicherungsgesellschaften sowas? Naja, in der Regel ist es deswegen, weil sie eben diese stillen Lasten, die sie da haben, in dem Portfolio der alten Lebensversicherungsverträge einfach nicht mehr im Konzern haben möchten. Das heißt, sie geben den Kunden ab, sie stellen den Kunden auf das Abstellgleis, sage ich jetzt mal, und entziehen sich so der Verantwortung, die sie eigentlich noch gegenüber dem Kunden in Zukunft hätten. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn der Versicherungsnehmer hat damals in Absicht einer langen Vertragsbeziehung diesen Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen. Und der Kunde wird jetzt aufgrund einer einseitigen Willenserklärung der Versicherungsgesellschaft wirklich, man kann es nur so sagen, vor den Kopf gestoßen. Und dem Kunden wird gesagt, lieber Kunde, du, ab nächsten Monat sind nicht mehr wir deine Ansprechpartner, sondern irgendein chinesischer Hedgefonds, der dich da jetzt gekauft hat. Und so auf die Art, hinter uns die Sintflut. Das sehe ich persönlich und auch viele Verbraucherschützer sehr, sehr kritisch, weil eben die Versicherungsgesellschaften da nur ihre eigenen Interessen vertritt. Und die Käufer, und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das sind meistens Investmentgesellschaften oder Hedgefonds, ja auch nur eine Sache im Blick haben, und zwar die Renditemaximierung des Portfolios, das sie da gekauft haben. So, und ob jetzt Lieschen Müller, die jetzt hier in Ingolstadt hockt, 5.000 Euro mehr oder weniger in ihrer Versicherungspolice hat oder nicht, oder ob sie die ausgezahlt bekommt oder ob man der Lieschen Müller diese 5.000 Euro wegnimmt, das ist dem Hedgefonds vollkommen egal. Und das Problem ist auch, dass sie dann als kleiner Versicherungsnehmer gegen solche großen Konzerne, die häufig auch noch im Ausland sitzen, anstinken müssen. Und da haben sie im Zweifel gar keine Möglichkeiten. Naja, ich denke ja auch, dass die Motivation bei den Versicherern natürlich auch gering ist, überhaupt noch profitabel für die Kunden zu sein, weil sie ja auch meistens dann ihr Geschäft eingestellt haben. Also das ist wirklich das Abstellgleis. Es ist unfassbar, was Sie hier gerade sagen. Da gehört vielleicht auch zu, das hatte ich letztes Mal schon in unserem vorherigen Gespräch vor einem Jahr mal kurz angesprochen, aber ich finde das nochmal ganz wichtig, die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten über die Gesetzgebungen. Das war ja damals der 89er VAG, jetzt ist der 314er. Was hat es damit auf sich? Ja, also diese staatlichen Eingriffsmöglichkeiten, so nennen Sie das, so nenne ich das auch immer tatsächlich, die sind in den letzten Jahren haben sich die tatsächlich gehäuft und es gibt immer mehr Möglichkeiten, die geschaffen worden sind von Seiten des Staates, aber auch von Seiten der Versicherungsgesellschaft auf das Geld der Versicherungsnehmer zuzugreifen. Sie haben jetzt schon den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz zitiert. Das ist so der Klassiker, wenn man so möchte, ehemals der 89 Versicherungsvertragsgesetz. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das Revue passieren zu lassen. Da steht drin, dass bei einer Schieflage einer Lebens- oder einer Rentenversicherungsgesellschaft die Versicherungsgesellschaft dann entsprechend kein Kapital mehr an ihre Kunden auszahlen darf, aber der Kunde trotzdem monatlich weiter seine Beiträge zur Verfügung stellen muss. Das heißt, auf der einen Seite weiß ich, ich kriege nie mehr Kapital von der Versicherung, muss aber gleichzeitig monatlich weiter den Beitrag an die Versicherung zahlen. Also völlig grotesk. Und das Verrückte daran ist, dass die Leute dann häufig sagen, na ja, das ist ein Paragraph, der steht halt so drin, aber ja, das ist halt reine Fiktion oder Theorie. Das ist aber leider nicht so, weil der Paragraph 314 wurde tatsächlich in der Vergangenheit auch schon gerade auch bei Pensionskassen angewandt. Und da sind dann von einem auf den anderen Monat tatsächlich laufende Rentenzahlungen oder Rückkaufswerte auf einmal 50% niedriger. Also das ist tatsächlich eine reelle Gefahr. Auf der anderen Seite gibt es viele kleinere Gesetzgebungen, die auch schon dazu geführt haben, dass in der Vergangenheit Kunden sehr, sehr viel Geld verloren haben. Ich möchte da einmal auf das Lebensversicherungsreformgesetz 2 zu sprechen kommen. Das wurde, und ein Schelm, wer da Böses denkt, das wurde während der Fußball-WM 2014 tatsächlich in Windeseile durch Bundestag und Bundesrat gejagt. Und dieses Lebensversicherungsreformgesetz 2 ist aktueller denn je, denn gerade im letzten Jahr wurde das sehr, sehr häufig von Versicherungsgesellschaften angewandt.
Hier geht es um Bewertungsreserven und Überschussbeteiligungen. Und jeder Versicherungsnehmer kann dein Lied davon singen, dass diese Überschussbeteiligungen und Bewertungsreserven von Jahr zu Jahr geringer werden. Und die Grundlage, warum Versicherungsgesellschaften diese Kürzungen vornehmen dürfen, ist zum Beispiel dieses Lebensversicherungsreformgesetz 2. Und ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch das Risikobegrenzungsgesetz. Das Risikobegrenzungsgesetz wurde im September 2022 umgesetzt, auch hier in Windeseile. Wir waren damit beschäftigt, irgendwie eine zweite Corona-Welle zu verhindern oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall waren wir abgelenkt und das ist immer ein gutes Momentum, um dann solche Gesetze umzusetzen. Und dann gibt es noch andere Sachen wie die Collective Action Clause oder auch das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das SAG-Gesetz. Alle Gesetze haben eins gemeinsam: Man möchte auf das Kapital, auf das Geld der Versicherungsnehmer zugreifen und man möchte das ja so smooth wie möglich, sage ich jetzt mal, machen, um eben da möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erlangen und dass das möglichst unterm Fahrwasser, unterm Radar läuft. Aber diese Gesetzgebungen gibt's, damit muss man sich tatsächlich befassen und das sind, und so kann man das nur sagen, reelle Gefahren. Also für mich ist es ja so, man hat ja mal gelernt, ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wir können uns ja mal den umgekehrten Fall einfach nur mal andenken. Der Kunde ist in finanziellen Schwierigkeiten, erwartet weiterhin von seinem Versicherer die Leistung, ist dann aber selbst von seiner Leistung befreit oder beziehungsweise kann sie reduzieren. Das wäre für jeden eine Absurdität. Diese Doppelmoral, die hier eine Rolle spielt, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen, die ist wirklich unfassbar. Also man zahlt Beiträge ein. Ich will das nochmal so verkürzt darstellen. Und plötzlich gibt es ein Bundesaufsichtsamt, welches sagt, das Versicherungsunternehmen ist in Schwierigkeiten, Liquiditätsschwierigkeiten. Wir reduzieren die Leistung, auch wenn sie garantiert waren, um das Unternehmen, da wird natürlich erzählt, das Kollektiv muss erhalten werden und so weiter, bla bla, das ist klar, das kennt man. Aber es ist eben halt ein Vertrag, der einseitig verändert wird. Versuchen Sie mal, liebe Zuhörer jetzt, Ihren Vertrag einseitig zu verändern. Da wird jeder Versicherer sagen, Moment, wir haben einen Vertrag, an den haben sich beide Seiten zu halten. Und wir sehen, das ist nicht der Fall. Also gut, jetzt haben wir also festgestellt, wie ineffizient und auch wie kritisch der Verlauf, also momentan bei den Lebensversicherungen bei den Gesellschaften ist, ob es sich um die Rentabilität jetzt handelt oder sogar um eine gesetzlich angeordnete Leistungsverweigerung oder Reduktion. Wenn Sie nun aber selber als Unternehmer, als Geschäftsführer eines großen erfolgreichen Unternehmens anbieten, bestehende Verträge von Privatkunden zu kaufen, dann fragt man sich doch, ja, warum machen die denn das? Man kauft doch nicht freiwillig irgendwelche schlechten Verträge. Was steckt dahinter? Wo ist der Haken? Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die wir auch häufig gestellt bekommen. Ich möchte die so beantworten. Wir machen das seit über 16 Jahren mit über 55.000 Kunden deswegen, weil wir im ersten Moment ankaufen, um unsere Kunden tatsächlich, und man kann es nicht anders sagen, aus dem Feuer zu holen. Aus dem Feuer deswegen, weil wir jetzt über die letzten Minuten ja schon alle Thematiken, Einflussmöglichkeiten besprochen haben, die tatsächlich auf den Kunden einwirken können. Dieses Risiko, dieses Feuer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das nehmen wir unseren Kunden ab, indem wir sagen, wir kaufen den Vertrag an. Wir machen aber auch eins, und da wird dann langsam ein Schuh daraus, wir behalten diese Verträge nicht im Bestand und wir verkaufen die auch an niemanden weiter, sondern diese Verträge werden alle ausnahmslos aufgelöst. Weil wir wissen ja nur zu gut um die fehlende Rentabilität dieser Verträge und wenn wir die im Bestand halten würden, dann würden wir das Geschäft nicht mehr lange machen. Unser Geschäft oder unsere Dienstleistung liegt darin, dass wir den Kunden entsprechend aus diesen Verträgen schnell rausholen, das Kapital schnell zur Verfügung stellen, die rechtssichere Auflösung dieser Verträge bieten und das ist ganz wichtig, eben entsprechenden maximalen monetären Mehrwert aus diesen Verträgen generieren. Denn viele Versicherungsgesellschaften bieten dem Kunden ja eine gewisse Summe X an, die er haben könnte, wenn er jetzt diesen Vertrag bei der Versicherung selber auflöst. Ob das wirklich auch das Geld ist, das dem Kunden wirklich zusteht, das steht auf einem anderen Blatt. Das kann man als einzelne Person, das könnte ich als einzelne Person auch nie beantworten. Das ist aber unsere Aufgabe, dann im Nachgang eben nochmal diese Versicherungspolicen auf Herz und Nieren zu prüfen und dahinter die Kulissen zu schauen, ob der Versicherungsnehmer nicht doch noch den ein oder anderen Euro Anspruch gegenüber diesen großen Versicherungskonzernen hat.
Okay, das heißt also, ich habe einen Vertrag und ich komme relativ schnell an meinen sogenannten Rückkaufswert, den ich sowieso an meiner Versicherung bekomme, von mir aus abzüglich einer Gebühr. Aber dann ist es so, dass Sie den Vertrag dann übernehmen und dann den Vertrag auflösen, kündigen, auf welchem Wege auch immer. Und dann, wenn Sie dann anschließend noch was rausholen, sage ich mal, aus dem Vertrag, dann bedeutet das, dass der Kunde, der erste Verkäufer, davon maßgeblich mit auch partizipiert. Das ist ja auch eine ganz wichtige Dimension. Also die Chance, dass man mehr rausbekommt, sehr hoch ist, als wenn man kündigt würde. Definitiv, genau richtig, Herr Popp. Das ist ja unser Anspruch. Und ich glaube, das ist auch das, was wir unseren Kunden Tusche durchbieten können. Sonst würden wir das nicht schon seit 16 Jahren so erfolgreich machen. Es geht darum, dem Kunden auf der einen Seite einen rechtlichen Vorteil zu bieten, indem er weiß, okay, wir haben eine rechtssichere Kündigung, die wir dem Kunden gegenüber hier zur Verfügung stellen können und wir haben die Versicherungsgesellschaft im Griff, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und das ist auch ein sehr, sehr komplexer Prozess hier, dieser Austausch mit den Versicherungsgesellschaften, die Unterlagen, die wir von den Versicherungen brauchen, um da wirklich auch hinter die Kulissen blicken zu können. Also neben diesem rechtlichen Aspekt dann auch noch das Thema des zeitlichen Aspekts, dass man sagt, schnell aus diesen Verträgen raus. Und da tickt jetzt wirklich aktuell die Uhr. Wir haben immer mehr Versicherungsgesellschaften, die bei uns auch auf der Blacklist sind, sage ich jetzt mal, die selbst wir nicht mehr bearbeiten, weil uns das einfach schon zu heiß ist. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich auch wieder zwei Versicherungsgesellschaften gesehen am deutschen Markt, die verschwunden sind, genauso wie das Kapital der Kunden, das dann auch verschwunden ist, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht verschwunden, es hat nur wer anders und in dem Fall eben nicht mehr der Versicherungsnehmer. Das heißt, auch wir müssen natürlich schauen, dass wir die Versicherungsgesellschaften ausselektieren, die eben wirklich an der Klippe zum Abgrund stehen. Und deswegen diese zeitliche Komponente auch ganz wichtig zu sagen, man hat eben das Geld schnell, man ist schnell aus dem Risiko raus und dann, wie Sie es auch noch gesagt haben, der monetäre Vorteil, weil ja die Frage, das ist eine rhetorische Frage und die Frage kann sich jeder auch mal selbst stellen, ob man wirklich glaubt, dass die Versicherungsgesellschaft einem das zur Verfügung stellt, was man auch wirklich bekommen muss. Und wie gesagt, das lasse ich mal so offen im Raum stehen und bringe das als rhetorische Frage an. Lieber Herr Früchtl, das war kurz und knackig ein Update, was wir hier machen konnten. Ich danke Ihnen da sehr für. Bei Nachfragen stellen wir gerne auch die Kontakte zu Herrn Früchtl zur Verfügung, aber wir werden auch unten die Websites und die entsprechenden Factsheets noch mit entsprechend in den Kasten unten, wie heißt das Ganze, dort mit reinbringen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da waren und wenn irgendwelche Fragen sind, fragen Sie bitte einfach und ich glaube, ich freue mich, dass wir dann in einer, ich denke mal, fast absehbaren Zeit das nächste Gespräch führen können. Eventuell schon das Gespräch, wie war es denn früher, als es noch Lebensversicherungen gab? Wir wissen es ja mittlerweile nicht in diesen dramatischen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Herzlichen Dank, Herr Früchtl, und ganz liebe Grüße nach Ingolstadt. Danke, Herr Popp, für die Einladung und beste Grüße. Bis zum nächsten Mal.